Also, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch alle eingeloggt habt und euch für den Beruf Karosseriespengler EFZ interessiert. Mein Name ist Michelle Zinniker. Ich mache aktuell ein Praktikum bei der UBS und ich darf heute ein Interview durchführen mit dem Sandro Segesser. Er ist Karosseriespengler. Noch ein kleiner Hinweis zu den Fragestellungen. Unten am Bildschirmrand findet ihr ein Feld, das heisst F und A, und dort könnt ihr jederzeit eure Fragen stellen und ich probiere natürlich möglichst viele von denen am Sandro heute zu stellen. Jetzt, Sandro, damit ich unsere Zuschauer ein bisschen besser kennenlerne, stell dich doch kurz vor, wer du bist und was du so machst. Also, guten Tag zusammen. Mein Name ist Sandro Segesser. Ich bin 22 Jahre alt und bin Karosseriespengler. Ich komme aus Balzerville im Kanton Aargau. Und ja, auf meinem Profil könnt ihr sehr viel lesen, also von meinem Beruf, von meinem Werdegang. Und ja, falls es euch interessiert, schaut doch mal rein. Hey, super, danke mal. Dann, ja, wie bist du eigentlich zu diesem Beruf gekommen? Was ist eigentlich so dein Werdegang? Also angefangen hat es eigentlich so, ich habe mich immer interessiert für Technik, Autos, Töffli, Velo, Töffel allgemein. Und dann habe ich mich von Anfang an eigentlich auf einen Automobilmechatroniker fixiert, also den Automech. Nachher habe ich mir eine Lehrstelle gesucht und auch diverse Schnupperlehren gemacht. Dann habe ich aber müssen, also ich habe die Lehre angefangen, dann habe nichts anderes mehr angeschaut. Und dann habe ich ja, nach 8 Monaten müssen merken, dass das doch nicht so ganz der Beruf ist, den ich mir vorgestellt habe. Dann habe ich eine Lehre abgebrochen. Und haben wir dann, also durch eine Kollegin bin ich eigentlich zum Karosseriespenglerberuf erst richtig gekommen, ja, den vorher nicht kennt. Und dann bin ich so schnuppern, habe den Beruf gefunden für mich und habe dann gestartet. Okay, super. Hast du dich an verschiedenen Orten beworben oder ist es schwierig gewesen, eine Lehrstelle zu finden? Also ich muss sagen, es ist, wie soll ich sagen, ich bin ziemlich spät dran gewesen, also sag mal so, Juni, Juli. Und ja, ich bin schnuppern an 2 Orten. Und beworben habe ich mich etwa an 4 Orten. Und schlussendlich hat es halt nur noch bei einem Ort gestellt gehabt. Aber die habe ich gerne dankend angenommen. Und ja. Okay, super. Dann erzähl mal so ein bisschen von deinem Tag. Also, was machst du den ganzen Tag? Wann fährst du an? Wann hörst du auf? Und ja, was sind so deine Tätigkeiten über den Tag? Ja, also im Normalfall fangen wir so am 7:30 Uhr an, kommen dann mal in den Betrieb, dann werden die Arbeiten verteilt, oder? Die von meinem Karosserieleiter. Dann zum Beispiel bekomme ich einen, sagen wir, VW Polo. Dort ist zum Beispiel eine Tür, hat eine Wühle. Dann muss man die Tür den Schaden annehmen, Fotos machen für die Versicherung, die Türen dann ausbühlen, damit halt das Bühlen wieder draus ist, dass alles schön ist wieder, dass der Kunde wieder am Schluss Freude hat. Dann alles demontieren, damit der Lackierer kann seine Arbeit anfangen. Und dann, ja, am Schluss, wenn es lackiert ist, wieder zusammenbauen. Okay, und was gefällt dir so am liebsten? Was machst du am liebsten? Also was mir am meisten gefällt im Beruf ist vor allem die Abwechslung. Sprich, es sind Demontage- und Montagearbeiten, wie bei einem Mechaniker. Dann sind es Schweißarbeiten und Fertigungsarbeiten, die du eigentlich auch beim Schweißer und beim Metallbauer hast. Dann gibt's, ja, es gibt es diverse Sachen, wo jedes Mal, weißt du, jeder Schaden von jedem Auto ist unterschiedlich. Es ist immer wieder eine neue Herausforderung und das macht vor allem den Beruf für mich interessant. Also alles zusammen. Okay. Ja, es ist schon interessant, wenn du nicht immer so das Gleiche machst. Und hat es dann auch Schattenseiten? Also gibt es auch Arbeiten, die du nicht so gerne machst? Ja, also eigentlich nicht. Ich meine, es ist ja, wie soll man das sagen? Wenn man immer, ja, wenn man nicht gefordert ist, dann macht ja die Arbeit auch keinen Spass. Ich meine, ich habe immer so viel Abwechslung in meinem Beruf, dass mir eigentlich, ja, es gefällt mir alles. Aber wenn es jetzt etwas ganz Einfaches ist, mache ich das gleich gern, wie wenn es etwas ganz Schwieriges ist, weil es switcht immer und man wird immer wieder neu gefordert. Ja. Okay.
Super. Und wie lange geht denn die Lehre? Die Lehre geht 4 Jahre, aber jetzt gibt es auch noch dann eine neue Lehre, die geht nur 3 Jahre. Das ist für die, die ein bisschen schwächer sind in der Schule. Okay. Jetzt habe ich gesehen, ein paar nimmt es wunder, wie viel man in der Lehre verdient. Also, wegen Verdienen, das ist so, wie soll ich das sagen? Es ist eigentlich so ein normaler Lehrlingslohn, so wie beim Automech. Also, wir sagen so bei ersten Lehrjahr 500, 600 Franken. Wenn es dann im letzten Jahr so 1700 oder 1400 dort rum. Okay. Und hast denn du auch noch Berufsschule und wie oft in der Woche hast du Schule gehabt? Wir haben jede Woche einen Tag Schule gehabt. Ja. Und jetzt im Kanton Bern bin ich gewesen, dann hat man einfach auf Bern in die Schule müssen. Okay, also hat es viele Schulen in der Schweiz oder nicht so? Mal, es hat schon Schulen. Also zum Beispiel, ja, es gibt, wie soll man sagen, es gibt, die Schweiz ist unterteilt in etwa 4 oder 5 Regionen und jede Region hat so ihr eigenes Ausbildungs- also Schulzentrum. Okay, und was hast denn du in der Schule für Fächer gehabt? Das ist von Mathematik, also ja halt, kann man sagen, Kraftberechnungen, Flächenberechnungen, Zeichnen ist gewesen, dann halt noch viel Automobilkunde, gerade in der heutigen Zeit, weil die Autos sind mir komplexer werden, muss man das halt alles lernen und können anwenden. Okay, und also wem würdest du diesen Beruf empfehlen und was sollte man so für Voraussetzungen mitbringen? Also ich würde den Beruf eigentlich allen empfehlen, die also Interesse haben an Fahrzeugen, die aber auch ja, wo anspruchsvoll sind an sich, die nicht einfach den ganzen Tag nur das Gleiche machen wollen, die wirklich viel Abwechslung wollen, gefordert werden und halt, ja, Freude haben an etwas Kreativem. Okay. Muss man denn gut sein in der Schule? Also, was für Noten braucht man, dass man sich bewerben kann? Oder dass man eine Lehrstelle bekommt? Also, ich würde sagen, also Realschulabschluss reicht. Und in der Schule, es ist eigentlich das Gleiche wie im Rest vom Leben. Man muss sich einfach Mühe geben. Aber wichtig ist vor allem in unserem Beruf, dass man praktisch etwas an den Tag legt. Okay. Was hat man so für Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Lehre oder was kann man nach der Lehre machen? Es gibt diverse so, Schulungen, also sprich zum ja, so zum, also schnell überlegen. Es gibt die offiziellen Weiterbildungen sind Karosserie Fachmann, Werkstattkoordinator. Das sind 2 Weiterbildungsgänge. Und am Schluss kann man halt noch die Meisterprüfung machen zum Karosseriemeister. Man kann aber auch diverse kleinere Module besuchen und sich weiterbilden, zum Beispiel im Bühlendrücken und im zum Beispiel der Fahrzeugrestaurator, wenn man lieber Oldtimer restaurieren möchte, kann man das auch machen. Und sonst es ist jederzeit ein wie soll man das sagen, vom Werkstattkoordinator aus ist eigentlich eine Umschulung ins KV eigentlich auch möglich. Okay, also hat man viele Möglichkeiten nach der Lehre. Ja, wir finden immer einen Weg, wie man sich weiterbildet. Okay. Dann, was ist so das Schwierigste oder gibt es auch gefährliche Seiten an diesem Beruf? Ja, das Schwierigste, ja, es ist halt, wenn man so das erste Mal an die grösseren Herausforderungen kommt, zum Beispiel, sagen wir, ein Auto, wo jetzt wirklich einen extremen Schaden von hinten erfahren hat, zum Beispiel. Das Dach ist kaputt, die Seitenwände sind kaputt, Heckblech kaputt, Kofferraumdeckel sind kaputt und diverse Kleinteile und so. Wenn man es noch nie gemacht hat, dass man den Umfang von so einer Reparatur kann verstehen, den Ablauf sich einprägen und ja, zeitlich orientiert an ein perfektes Resultat kommt. Okay. Dann habe ich da eine Frage gesehen. Musst du am Samstag arbeiten? Nein, wir müssen am Samstag nicht arbeiten. Also, ich weiss nicht, wie es in anderen Buden ist. Also,
meistens, wenn du am Samstag willst, kannst du schon arbeiten, wenn du zum Beispiel Privatarbeit etwas machen willst, an deinem eigenen Auto oder für Kollegen. Aber im Regelfall arbeitet man in der Karosseriebranche am Samstag. Okay. Ist das jetzt so dein Traumjob? Also kannst du dir vorstellen, das für immer zu machen? Ja, also ich würde es gerne für immer machen. Die Frage ist halt, wie sieht es im Alter aus mit der Gesundheit? Also, notfalls kann ich schon ins Büro wechseln, das wäre mir dann. Es wäre schon traurig, aber ich glaube, das Schrauben, das Kreative wird mich immer ein bisschen verfolgen. Okay, also ist es in dem Fall körperlich anstrengend? Ja, also ich muss sagen, es ist im Vergleich mit anderen Berufen, so, also sagen wir dort stehst du halt den ganzen Tag, oder? Und baust Teile aus, die halt in unterschiedlichsten Positionen sind. Was manchmal auch ein bisschen anstrengend ist. Aber vor allem, wenn man halt so als Spengler ist es halt noch ein bisschen schwieriger manchmal. Man arbeitet in noch komischeren Situationen. Man arbeitet mit Flex, also mit Trennscheiben, mit Schleifmaschinen. Und das ist halt auch nicht gerade für jeden, mit dem Staub umgehen und so. Aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Okay. Mit welchem Beruf ist der Beruf noch verwandt? Also gibt es noch ähnliche Berufe? Oder ist es eher so ein einzigartiger Beruf? Also ich sage, in der Mischung ist es sicher einzigartig. Aber ich sage mal, es ist eine Mischung eigentlich aus Automech. Dann ist sicher noch Metallbauer, Schweißer dazu. Dann, weil du halt mit Kunststoff auch noch arbeitest und mit diversen, also mit Ausbildwerkzeugen. Es gibt sicher noch zwei, drei andere Berufe, die auch noch damit verwandt sind, die ich gerade nicht aufzählen kann, aber sicher von Abwechslung her einer der tollsten Berufe. Okay. Jetzt habe ich gesehen, wir sind schon fast fertig mit dem Interview. Wenn du etwas an deinem Beruf könntest verändern, was wäre das? Oder würdest du den Beruf nochmal wählen, wenn du nochmal vor der Entscheidung würdest stehen? Also ich würde den Beruf sicher wieder wählen. Ändern, überlegen. Ja, vielleicht würde ich ein bisschen früher anfangen, Gas geben in der Lehre. Ich habe so die ersten zwei Jahre habe ich einfach in den Tag hineingelebt, bis ich dann mal gemerkt habe, ich bin gar nicht mal so schlecht. Und dann habe ich angefangen, mir Mühe zu geben. Und für das, dass ich mir Mühe gegeben habe, habe ich es an die Schweizer Meisterschaft geschafft, an die gewonnen, bin dann an die Weltmeisterschaft gekommen und bin der Dritte geworden. Also, ich würde sagen, ich würde alles gleich machen. Und ja, ich würde es jedem empfehlen. Man kann wirklich etwas erreichen. Danke ja, für deine Antworten. Jetzt noch eine allerletzte Frage. Was würdest du den Schülerinnen und Schülern für einen Tipp mit auf den Weg geben, also wenn sie gerade auf der Lehrstellensuche sind? Ich würde sagen, schaut euch wirklich alle Berufe an. Fixiert euch nicht nur auf ein oder zwei Jobs, sondern schaut wirklich, dass ihr das findet, was ihr gerne macht. Und nicht das, was ihr vielleicht am meisten verdient während der Lehre oder nach der Lehre, sondern ja, wirklich etwas, was ihr gerne macht. Und ihr könnt euch vorstellen, die nächsten 5 bis 10 Jahre oder 20 Jahre zu machen. Okay, danke mal für die Tipps. Ich habe gesehen, das Interview ist jetzt leider schon fertig. Ich möchte mich bei dir bedanken, Sandro, dass du dir heute am Nachmittag Zeit genommen hast und so ausführlich über deinen Job berichtet hast. Ich hoffe auch, dass alle Zuschauer und Zuschauerinnen jetzt einen guten Einblick bekommen haben in den Beruf als Karosserie-Spengler. Ich habe leider natürlich nicht alle Fragen können stellen, aber ja, ich hoffe, es war trotzdem ein guter Überblick gewesen. Ja, ich wünsche dir noch alles Gute für deine Zukunft, Sandro. Und ich möchte mich auch bei den Zuschauern und Zuschauerinnen bedanken, dass ihr euch eingeloggt habt, dass ihr euch für diesen Beruf interessiert und dass ihr so viele Fragen gestellt habt. Falls ihr das Interview gerne mal möchtet nachschauen möchtet, könnt ihr das gerne auf unserer Webseite SwissSkills Connect machen. Dort werden die Interviews aufgeladen. Und ja, dann wünsche ich noch einen schönen Nachmittag und tschüss zusammen. Zusammen.